Ja, man stellt sich die Frage, was hat man getan, bevor man in Netzwerken gearbeitet hat? Und ich kann Ihnen sagen, man hat in Netzwerken gearbeitet. Es hieß nur einfach nicht so. In den 90er Jahren kamen die ersten Fachartikel, die ersten Bücher zum Thema Netzwerk auf. Und man hat die Strukturen untersucht und man kam zu dem Schluss, dass es offensichtlich etwas Sinnvolles ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja Netzwerke im privaten Bereich, es gibt Netzwerke im geschäftlichen Bereich, es gibt Netzwerke in Branchen etc. Ja, was ist jetzt das Besondere? Ich bekomme letztendlich Informationen. Das Thema Freundschaft ist ein Thema, das Thema Kommunikation, aber auch das Thema Ratschlag. Wenn ich einen Ratschlag bekomme, dann habe ich unter Umständen eine Information bekommen, die ich nicht leidlich selber erfahren muss. Das heißt, ein anderer hat sie schon gemacht und gibt mir dann letztendlich einen Ratschlag. Es geht um Sympathie, es geht um Spaß, es ist eine lose Kopplung und vor allen Dingen, es hat keine Hierarchie. Und Hierarchie ist sowieso nicht meins. Infolgedessen ist Netzwerk vielleicht ganz interessant, für mich auf jeden Fall. Ja. Welche Fehler werden gemacht? Lassen Sie mich es umgekehrt formulieren. Was ist das Wichtigste an Netzwerken? Es gibt ja die unterschiedlichsten Netzwerke überhaupt. Es gibt räumliche Netzwerke, thematisch fokussierte Netzwerke, strategische Netzwerke, operative Netzwerke, Beratungsnetzwerke, Projektnetzwerke. Es gibt Netzwerke, die temporär sind. Es gibt Netzwerke, die dauerhaft sind. Letztendlich gibt es eigentlich immer drei wesentliche Punkte, die bei Netzwerken beachtet werden müssen. Nämlich erstens Ziele formulieren, zweitens Nutzen herausstellen, drittens Erfolge kommunizieren. Weil wenn Sie ein Netzwerk haben, über das keiner spricht, dann will auch keiner in diesem Netzwerk tätig sein. Wenn Sie die Ziele nicht ordentlich formuliert haben, dann wird auch hinterher das Ergebnis nicht bringen. Und wenn Sie keinen Nutzen von einem Netzwerk haben, dann sollten Sie es einfach bleiben lassen. Ja, ich habe mir überlegt, welche Fähigkeiten muss man haben, damit ich wirklich glücklich bin mit einem Netzwerk. Erster Punkt. Ich brauche ein strategisches Denken. Es muss mir als Unternehmen von großem Interesse sein, mich mit anderen zu treffen, die mir Informationen geben, die mich beratschlagen können. Und das nächste Thema ist das Thema langfristiges Denken. Ein Netzwerk ist selten einen Monat alt, und wird dann wieder aufgelöst. Es geht über einen längeren Zeitraum und der längerfristige Zeitraum hat mit längerfristigem Denken zu tun. Das Thema Empathie. Empathie ist ja heute ein Stichwort, das man durchaus mal näher betrachten muss. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben überhaupt keine Empathie und die sollten auch nicht in ein Netzwerk gehen, weil sie sind eigentlich nicht dafür geeignet, Netzwerker zu sein. Empathie heißt, ich muss mit Begeisterung in irgendeiner Form etwas tun. Ich muss links und rechts eben auch sehen, was passiert. Der nächste Punkt ist Neugierde. Neugierde ist eigentlich was sehr Schönes. Ja? Man bekommt Neuheiten dadurch, dass man neugierig ist. Und diese Neuheiten sind eben wichtig in dem heutigen Wirtschaftsleben. Vielleicht konträr zu Neugierde ist aber auch die Geduld. Netzwerke, bei Netzwerken braucht man Geduld. Man muss in irgendeiner Form zusammenkommen, was Geduld erfordert. Man muss in irgendeiner Form kommunizieren mit dem einen, mit dem anderen, was Geduld erfordert. Und das sind sicher Dinge, die in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sind. Und was ganz wichtig ist, man muss Veränderungen wollen. Veränderungen wollen, das heißt, wenn ich auf dem Status quo bleiben will, brauche ich auch kein Netzwerk, dann empfehle ich ja einen Skat- oder Schachclub. Das Wichtigste ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen.